Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bernd, das Brot himself. So, wir haben das letzte Mal diesen Fallschirm zusammen konstruiert und konnten nicht hinaus. Konnten wir nicht. Uns fehlt halt noch was. Das ist halt nur so ein Fallschirm, aber der ist noch nicht ganz fertig. Der muss nämlich noch irgendwo rein wahrscheinlich. Und ja, ich kann es sagen, ich habe letztes Mal schon versucht aufzunehmen. Ich habe schon was aufgenommen. Und leider ist mir da was passiert. Da konnte man hier unten diese Leiste nicht sehen. Und das ist natürlich für ein Point-and-Click-Adventure ein bisschen doof. Deswegen musste ich das jetzt neu aufnehmen. Deswegen weiß ich jetzt zufällig schon, was ich machen muss. Aber halt nicht viel. Ich weiß nämlich, dass zum Beispiel hier oben noch eine Klappe ist. Die habe ich mir vorher nicht gesehen gehabt. Und wenn man die nämlich aufmacht... Ein Schließfach. Da kann man Dinge verstauen, wenn die Arme nicht zu kurz sind. Genau. Kann man. Schließfach, öffne dich. Entschuldigung. Der muss ja, alles klar. So, und da ist nämlich dann dieser Rucksack drin, den ich nämlich jetzt nehme. Daraus könnte ich einen Fallschirm basteln. Und ja, wir springen alle aus dem Flugzeug. Stell dich auf! Exakt, und das machen wir nämlich jetzt auch. Packen wir nämlich das zusammen. Und das ist einfach noch die Rätsellösung. So, Moment. So. Ein improvisierter Fallschirm. Ja. So, und jetzt springen wir einfach damit raus, indem wir den Fallschirm auf Chili klicken, glaube ich. Nein. Das Nein. Schaf würde damit nur Unsinn haben. Und du hast recht, wir müssen nämlich den Fallschirm, glaube ich, rausklicken. So. Und dann können wir schon einfach nach unten segeln. Was passiert jetzt? Könnten wir uns das nicht überlegen? Ich habe Höhenangst. Ja, oder? Andy, wir sind genau über Langolien. Jetzt beteilige dich doch mal am improvisierten Fallschirm-Tandemsprung. Improvisierter ja, klar. Ja, komm, dann springen wir einfach mal raus, wa? Oder wir werden getreten, natürlich. Oh mein Gott. Die werden gucken. Super. So, jetzt sind wir hier unten in Langosien. Ja. Das ist super mega Chili Scharf. Eine interessante aerodynamische Konvergenzerfahrung. Ich glaube, wir müssen jetzt das Kostüm waschen. Fast so dringend, wie wir von diesem Baum runterkommen sollen. Gut, also, das ist ja klar. Wir schneiden jetzt mit der Nagelschere die Fäden durch. Das könnte gehen. Achtung! So, nicht nur, dass ich das wusste, das habe ich auch beim letzten Mal so schnell gemacht. So, und ab jetzt weiß ich nicht mehr so viel. Von daher, ne, machen wir einfach ganz normal weiter. So, und wo steckt jetzt dieser Jack-Fritz? Ja, wo steckt der? Gut, wir gehen mal ein bisschen rum. Was haben wir denn hier? Ja, den können wir jetzt mal labern. Guten Tag, Herr Einwohner von Langolien. Ich kann gerade nicht mit euch reden. Mein Jack hat meinen Verlobungsring gefressen. Sehr interessant und sehr bizarr. Spieleentwickler? Ja, Bernd? Noch peinlichere und boshaftere Einfälle zu fremden Kulturen hattet ihr nicht? Nein, Bernd. War ja klar. Können wir jetzt weitermachen? Nur, wenn es unbedingt sein muss. Muss, wenn du wissen willst, warum du eigentlich bewusstlos in einem weißen Raum bist. Das ist mir zu kompliziert. Ja, aber echt. So, ich hab jetzt... Das ist mir zu kompliziert. Ich wollte gerade mal kurz gucken. Jack. Ein Jack. Schade, dass es keine Statue ist. Ja, ist dann wäre dieses alberne Spiel endlich vorbei. Gut, was haben wir hier noch? Wir haben einen Motorroller. Kannst du den nehmen? Hey, das ist meine. Alles klar. Ein Motorroller. Alles klar. So, was haben, hier haben wir einen Strohhaufen. Ein Haufen Stroh. Na, dann würde ich sagen, wir füttern das Jack und gucken, ob er den Ring wieder aufscheißt, oder? Können wir den Stroh nehmen? In diesem Spiel ist Stroh dumm. Dann nehme ich mir ein bisschen Stroh drum. Reime Monster. So, da haben wir das jetzt. Können wir damit das Jack füttern? Oh, das scheint zu gehen. Das scheint ja zu gehen. Ja, passiert nur leider nichts. Passiert leider nichts. Okay. Passiert nichts, können wir nichts mehr machen. Was haben wir hier? Kiste. Eine angucken. Kiste. Ja. Aus Holz. Quadratisch. Ist praktisch. Praktisch. Aber auch gut. Gut, was haben wir hier noch? Eine Toilette? Noch ein Vertreter der mobilen öffentlichen Notdurftverrichtungsmöglichkeiten. Mach mal auf. Ob hier auch die Jacks ihre Notdurft verrichten? Ist zu, ne? Aber wir haben ja hier den Toilettengeneralschlüssel. Immer noch aus dem Flugzeug. Natürlich passt jetzt. Toilettengeneralschlüssel. Das Klo ist eröffnet. So, was haben wir denn hier? Apfelmittel. Oh, nein, ich leide nicht an Verstopfung. Das sieht gut aus. Das nehmen wir mit. Nehmen wir es mal mit. Und hier den Pümpel nehmen wir bitte auch mit. Kann man den Pümpel mitnehmen? Ich hätte gerne den Pümpel. Ob hier auch die Jacks. Kann man den nicht mitnehmen? Schade, doch, da. Ob hier auch die Jacks ihre Not. Ach ja, ist doch okay jetzt. Nein, Bernd, geh mal aus der Seite. Pümpel. Pümpel. Nehmen.
Will ich das wirklich mitnehmen? Ja, ja, willst du. Offensichtlich. Gut, was haben wir hier noch hinten? Gucken wir mal. Das ist ein Tür zum Jagdshop. Oh, könnte das der Jagdshop von Jagdfritz sein? Meinst du, Schaf? Könnte es an dem Jagdkopf über der Tür, dem hier doch sehr starken Jagdgeruch oder dem Jagdshop-Schild liegen? Klopf, klopf, klopf. Oh, es macht einer auf. Antworten, B-Antworten, C-Antworten, B-Antworten. Hallo. Könnten Sie uns die Frage beantworten, warum Sie eine Jack-Statue stehen lassen, Jack-Joghurt verschicken und immer alles eine Alliteration sein muss? Ich habe keine Ahnung, was eine Alliteration ist. Im Übrigen, der Jack-Shop ist zu wegen, Ferien. Tschüss! Ach, ich Ferien! Auch gern Tschüss! Ferien. Ich glaube, dieser Mann hat etwas zu verbergen. Das musst du rausfinden, Bernd. Du bist der kastige Koloss. Mist. Der kastige Koloss. Hier haben wir noch ein Fenster. Meine Arme sind zu kurz. Ich kann nicht reinsehen. Ich bin zu klein. Ja, dann nimm doch mal hier die Kiste und schieb die einfach davor. Geht das? Na, dann schieben wir die Kiste mal ans Fenster. Geht doch. Super. Der Bernd kann das. Jetzt rauf da komme ich nicht rauf. Ah. Diesmal sind meine Beine zu kurz. Ich kann immer noch nicht reinsehen. Und auf die Kiste komme ich auch nicht rauf. Das ist doof. So, jetzt haben wir aber hier, wir nehmen mal ein bisschen Stroh mit, glaube ich. Kann man das manches mal in diesem Spiel. Ja, ja, komm, das hast du schon gesagt. So, jetzt haben wir Stroh. Jetzt haben wir den Pferd doch schon gegeben, den Jack natürlich. Jetzt geben wir den, versuchen wir dem mal das Abführmittel zu geben. Das hast du nicht gerade wirklich. Doch, habe ich. Vielleicht können wir das auch den unglücklichen Kerl geben. Wollt ihr mich vergiften? Mir geht's doch schon schlecht genug. Darf ich ausprobieren? Darf ich? Oh, Schidi. Darf ich? Darf ich? So, machen wir das also nicht. Wir können mal vielleicht suchen. Ui, das ist eine gute Idee, Bernd. Damit können wir die Außerirdischen anlocken. Busch? Ja, Bernd? Das war nicht mein Plan. Ach so. So, jetzt haben wir hier abführendes Stroh. Geil, das geben wir natürlich den Jack zu fressen. Was wollt ihr von meinem Jack? Lasst das. Ich will denen das geben. Hallo? Gib denen das einfach. Hey, was wollt ihr von meinem Jack? Boah, komm, dann reden wir jetzt mit dir. Vielleicht sagst du uns ja was Neues. Ich kann gerade nicht mit euch reden. Jetzt haben wir schon das Richtige und können aber nicht das in den Jack geben. Abführendes Stroh. Pömpel. Das funktioniert so nicht. Was können wir denn jetzt machen? Fluxkompensator. Klebeband. Alter Stiefel. Ja, ich muss ihnen das doch geben können. Hey. Ja, ich weiß, dass du traurig bist. Und jetzt? Ja, ja. Ein Bewohner Langoliens. Er sieht irgendwie traurig aus. Ich will dir den Ring wieder besorgen. Dafür musst du mir aber den das Stroh geben lassen. Jetzt bin ich hier gerade wieder, überfragt. Und das, wo ich das schon einmal gemacht habe fast, oder? Naja, nicht ganz. Ja, was denn jetzt? Wir können ja nochmal klopfen. Der Laden von Jagdfritz. Ich bin gestorben. Ich bin nie. Ich. Brauchen wir nicht. Klopfen machen wir. Geht leider nicht. Nehmen wir nochmal ein bisschen Stroh. Stroh. Hast du? Nimmt er nicht mehr. So, jetzt bin ich überfragt, ne? Jetzt bin ich überfragt. Ich wollte das Ding geben, der will aber nicht. Dann... Das hast du nicht Weiß ich jetzt nicht mehr, was ich machen muss. Hallo? Ja, hallo Spieler. Kann das nicht jemand von euch machen vielleicht? Chili? Sheep Majors! Superheld! Alles klar. Und Beagle? Es ist Dr. Bumblebee Busch! Nützt mir nichts. Okay, was ist denn jetzt, wo ist denn jetzt hier, was ist denn das Problem jetzt? Übersehe ich irgendwas? Gucken wir mal. Motorroller, Jack. Also, ich muss eigentlich denen das geben. Hey, was wollt ihr von meinem Jack? Lass das! Irgendwie niedlich. Und geruchsintensiv. Ja, was will ich denn? Ich will den... Was haben wir denn? Nein. Jack. Wir haben noch das Horn, wir haben eine Schippe. Stiefel. Das funktioniert. Ich will denen jetzt dieses Futter geben. Das muss doch funktionieren. Was war ja, was ich. Hä?
Der will nicht mit mir reden. Ich kann gerade nicht mit euch reden. Ja, also, der will mich nicht mit mir reden, weil die Jack, der Jack, die den Ring gefressen hat. Ich habe hier das abführende Stroh, das will ich ihm geben. Hey, was wollt ihr von meinem Jack? Lass das! Da hält er mich aber von ab. Ich kann Ihnen das hier mal zeigen. Hast du nicht gerade hier, verbind ihn einfach mit Klebeband. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Wie kann ich den ablenken? Vielleicht kann ich ja nochmal hier diese Tröte blasen. Das funktioniert so nicht. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Jetzt, ich bin echt überfragt. Leere Dose. Ich habe das doch letztes Mal irgendwie gemacht. Diktiergerät. Hallo? Das funktioniert. Jetzt, ich habe da. Was ist denn jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe dieses abführende Stroh und ich will das in den Jack geben. Was wollt ihr von meinem. Lass mich das doch machen! Irgendwas übersehe ich. Nur was? Yippie! Scheibe einschlagen! Klirr, klirr! Vielleicht sollten wir doch etwas leiser sein. Wenn wir ein geeignetes Schneidwerkzeug härter als Glas finden würden, vielleicht eine kohlenstoffbasierte Schnitteinheit. Ja, zum Beispiel den Diamantring. Nur so eine Theorie. Aber pass auf, jetzt haben die mit mir geredet und deswegen kann ich das Ding jetzt verfüttern, pass auf. Bestimmt wieder so unlogisch, das Spiel an der Stelle. Hey, was wollt ihr von... Komm, wir unterhalten uns mal mit dem, wir wissen ja jetzt mehr. Ich kann gerade nicht mit euch reden. Mein Jack hat meinen Verlobungsring gefressen. Sagen Sie, trauriger Langole, dieser Ring war zufällig... Kohle, Knecht, Kartoffeln. In Form einer Kartoffel? Ach, ich hätte so gerne einen Kartoffelring gehabt, aber ich musste tiefer in die Tasche greifen. Es war ein Diamantring. Auch wenn es ein ekliger Gedanke ist, wenn wir den Ring aus deinem Jack wieder rauskriegen, dürfen wir uns den Ring mal ausleihen? Ich wüsste zwar nicht wie, aber na klar. So, und jetzt dürfen wir an das Jack ran. Siehst du, so geht das nämlich. Ich könnte mir nichts Ekligeres vorstellen. Ich auch nicht. So, nimm mal hier auf, die Scheiße. Ein Kuhfladen. Also eher ein Jackfladen. Trotzdem fasse ich den nicht mit bloßen Händen an. Igitt. Okay, kann ich verstehen. Aber ich habe gerade noch gesehen, wir haben noch hier noch diese Schaufel. Irks. Aha. Das ist schon ein bisschen, sagen wir, erniedrigend. Oh ja. So, jetzt haben wir den Diamantring. Damit können wir doch jetzt bestimmt an die Glasscheibe hier. Wo ist denn der Diamantring? Da. Meine Arme sind zu kurz. Meine Arme sind zu kurz, um mit dem Ring ans Fenster zu kommen. Darf ich? Darf ich? Darf ich? Also gut. Okay, dann macht jetzt Chili Power. Ja, dann mach mal. Chili, wenn du das machst, fällt der amorphe Feststoff heraus und zersplittert auf dem Boden. Das erzeugt für Menschen hörbare Wellen und Jack Fritz ist alarmiert. Das ist ein Dings, glaube ich. Okay, pass auf, dann Pümpel an das Glas. Das ist eine gute Idee, Chili. Woher weiß das Schaf so etwas? Übung, Berndi, Übung. Oder weil ich einfach die Idee hatte dazu. Und jetzt? So, und jetzt schneide ich ein bernförmiges Stück natürlich. Ui, schön. Warum gerade bernförmig? Oh, lol. Alter. So, und jetzt? Fertig. Wie soll ich jetzt da durchkommen? Fliegen? Ja, hier, Bernd, flieg mal. Ich glaube, du brauchst einen Trittkraftverstärker. Etwas, das deine Energieabgabefläche vergrößert. Also ein Schuh. Yippie! Ich lebe jetzt auf sehr großem Fuß. Das ist ein schlechter Wort. Das sagt Bernd auch. Das ist aber geil. Passend, Bernd. Es ist die 89. Spielminute. Es steht noch 0-0. Begeisterung, Begeisterung. Irgendwelche Fußballparolen. Ich kann's nicht. Ich hatte immer eine Abneigung gegen Ballsportarten. Busch gegen Sport allgemein. Chili Power! Chili Power! Ja, los dann. Ja, schön. So, sind wir drin. Au, au, au. Danke, Schaf. Gar nicht für. Siehst du schon die Statue? Und lass dich ja nicht erwischen.
Ich sehe keine Statue. So, aber ich würde sagen, wir sind rum. Wir sehen uns einfach morgen wieder in der nächsten Folge von Bertas Brot. Bis dann. Tschüss.